das war die Anmoderation. Das musst du jetzt aber auch mal reichen eigentlich, ne? Weil diesmal, und hallo zur schwarzen Filmdose, geht es um einen richtigen Männerfilm. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, das muss man schon sagen. Ja. Das ist einfach ein Männerfilm und es gibt sicherlich auch ein paar Frauen, denen er gefallen wird. Aber eine Freundin von mir hat mal gesagt, der Film könnte auch Schießen 2 heißen. Weil, also er hat seinen Namen völlig zurecht. Genau, und er heißt... Shoot 'em up! Ein Film aus 2007 mit Clive Owen, Paul Giamatti und der wunderbaren Monica Bellucci. Die etwas in die Jahre gekommen ist in dem Film, aber ist ja hier für zu. Ja, aber immerhin hat sie noch Milchausstoß da, ne? Ja, ja, das ist ziemlich eklig. Ja, so ist es. No. Es geht eigentlich nur darum, dass ein Mann mittleren Alters an der Bushaltestelle sitzt. Genauso fängt der Film an, während eine schwangere Frau an ihm vorbeihechtet und eine Horde von Männern hinterher. Er sieht das Ganze, steht auf. Wirft, glaube ich, seinen Lutscher weg oder was? Nein, er hat eine Karotte. Nein, eine Karotte. Er kauft immer an der Karotte. Und wir spoilern hoffentlich nicht zu sehr, wenn wir sagen, mit der Karotte wird er mindestens, ich glaube, 3 Menschen umbringen. Ja? Nicht immer mit derselben, aber genau. Die Karotte ist sein Markt. Also er geht da hinterher und hilft dieser Frau und es geht wirklich los. Es sind Ballerszenen sondergleichen. Also der Film, wie gesagt, hat seinen Namen völlig zurecht. Der ist... Also, ich sag ja immer wieder, er ist so kitschig, so unglaublich kitschig mit Sprüchen, mit Ballerszenen, mit, dass er wirklich wie ein Videospiel schon langsam ist. Irgendwie von den schon, Ballerszenen her. Er ist auch total unrealistisch, ne? Das ja, oh, ja, sicher, sehr. Wie geht's denn erstmal in der Story weiter? Ohne also erstmal kommt es einem vor, als würde es überhaupt keine Story geben. Er hilft dieser schwangeren Frau. Entbindet die dann auch quasi? Ja, während er rumballert und. Genau, und er schießt auch. Eine sehr coole Szene, dass er die Nabelschnur durchballert. Ja, ja. Ich meine, dem Neugeborenen könnten dabei nicht die Ohren platzen, wenn man eine Feuerwaffe direkt neben dem Kopf zündet, aber ist egal. Das wäre, ich meine, Helen Keller konnte ja auch. Naja, zumindest, ja, jetzt überlegst du wieder. Ja, und Conan. Gut, das war ein Schwer. Naja, zumindest geht es dann so weiter, dass er irgendwie versucht, für das Kind natürlich irgendwie eine Leihmutter zu finden und dann baut sie auch die Story langsam auf. Dann auf einmal ist ein Profiler hinter ihm her, der das Baby unbedingt haben will. Dann sind Leute hinter ihm her, dann wird wieder geballert aus irgendeinem Grunde. Kein Mensch weiß warum. Und dann kommt nämlich auch diese typischen Szenen, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Und zwar der Held hat eine 9mm Beretta mit, weiß nicht, 12 Schuss im Magazin. Und da kommen 30 Leute mit halbautomatischen und automatischen Waffen, die treten und er macht und hat 10 erschossen. Ja, weil er ein sehr, sehr guter Schütze ist, das muss man auch dazu sagen. Ja, ja gut, aber also das sind alles so die Grund... Also diesen Fremden spielt natürlich Clive Owen und er hat natürlich eine Vergangenheit, die das auch ein bisschen rechtfertigt zumindest, dass er so ein guter Schütze ist und da alle umbringt und so. Aber selbst das wird im Film ja nie bewiesen. Es wird nur gemutmaßt. Ja, es wird nur gemutmaßt. Kommen wir mal zum Bösewicht, und zwar dieser Profiler. Das ist ja ein Ex-Profiler vom CIA oder sonst was. Er erklärt das nochmal gesondert, was er eigentlich gemacht hat, weil die seine Henchmen das auch immer falsch sagen und das richtig voll auf und so, was er früher gemacht hat. Und der wird gespielt von dem schon erwähnten Paul Giamatti und der spielt das so geil. Ja. Das ist so ein geiler Bösewicht. Den kennt man vielleicht. Wir blenden ihn mal hier ein. Warte mal. So, da, ne? Aus vielen Nebenrollen. Kennt man vielleicht aus vielen Nebenrollen und so. Aber da hat er wirklich richtig geilen Job gemacht. Der ist ein richtig geiler Bösewicht. Man findet ihn richtig fies. Und was du gerade sagtest, von wegen, dass es berichtigt nichts, was er ist. Man erfährt nämlich wirklich bis zum letzten, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, was er ist oder wer er ist. Er mutmaßt nur, weil er ist ein Profiler, er in seinem Kopf laufen 10.000 Sachen ab, wie er sein könnte, was er sein könnte und das versucht er ihm immer vorzuwerfen und ihn damit aus der Reserve zu locken. Ja. Und er ist Clive Owen auch wirklich immer auf der Spur. Er kriegt das immer irgendwie hin, ihn wieder zu verfolgen. Er versucht natürlich, Clive Owen mit dem Kind zu flüchten. Dann flüchtet er nämlich zu einer Hure, und zwar Monica Bellucci, aus Gründen, die man dann vielleicht noch erfahren wird und mit der zusammen beginnt dann diese Flucht und dieser Profiler und seine ganzen Leute, die er dann noch neu ordern muss, weil er muss immer wieder ständig abknallt. Bestellen, immer hinter ihm her und so weiter und so fort. Und warum, das verraten wir jetzt an dieser Stelle nicht. Nur, dass es eben, wie Torb auch schon sagte, unheimlich viele Action-Szenen gibt,
der Film hechtet von Action-Szene zu Action-Szene, ja, deswegen Männerfilm, es ist nicht wirklich, also die Story ist wirklich Nebensache. Aber die sind geil choreografiert. Jede einzelne Action-Szene hat irgendwas Besonderes und ist irgendwie besonders bescheuert. Wobei, ich würde jetzt nicht das Wort anschauen, aber mir fällt gerade diese eine Szene ein, eine Koitus-Szene, ja, zwischen Clive Owen und Monica Bellucci. Oh, ja, ja. Und das kommt ja so noch nie gegeben. Eben. Ja, das stimmt. Und die sind am Poppen und während er die ganzen bösen Leute abknallt. Ja, das ist super. Also die Vögeln, dann kommt ein Spezialeinheit rein und er vögelt und knallt die alle ab. Also das ist einfach super. Sowas. Also ich finde immer diesen Vergleich gut. Sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal Bad Boys 2. Ein Film, den ich wirklich irgendwann mal, ich habe den ja im Kino gesehen und nochmal. Und irgendwann sah ich den wieder im Fernsehen, der ja über 2 Stunden geht und dachte, warum ballern die eigentlich schon wieder? Die ballern zurück. Das ist eben hin und her Ballerei à la Michael Bay oder so. Mhm. Ganz nett. Aber in diesem Film sind alle Ballerszenen, alle Action-Szenen dermaßen von vorne bis hinten durchchoreografiert und so gewollt, weil ein typischer Spruch von ist immer, weißt du eigentlich, was ich hasse? Ja, was? Ja, diese Typen, die über 40-Jährigen mit ihren Pferdespitzen, das macht sie weder hip noch cool. Und dann macht der und dann fliegt ihm hinten der halbe Kopf weg. Das ist einfach. Das mit dem Pferdeschwanz. Das läuft nur so ab. Und es gibt einfach Szenen dabei, allein wo er übers Dach flüchtet, alle Bösen ballern hinter ihm her und er sieht diese Leuchtreklame, fängt an, auf die Leuchtreklame zu schießen, dass da nachher wirklich steht, fuck you. Und der Böse geht nach vorne, voll sauer, weil er entkommen ist, schießt hinter sich und dann steht da fuck you too. Ja, weil da irgendwas so Firmenname und Tools dahinter steht. Genau, und dann genau. Macht er eben das L und das S und dann steht da fuck you too. Es ist, also, ist wie gesagt, super. Es ist wirklich kitschig, aber wenn man das wirklich guckt und sieht und es kommt gut. Es kommt wirklich einfach richtig gut. Ja. Also Männer, die gerne Action-Szenen mögen und auch mal in Kauf nehmen, dass eine Action-Szene total unrealistisch ist. Das sind sie alle. Das sind sie alle. Wirklich. Physikalisch gesehen. Vollkommener Quatsch. Aber total klasse. Auch super Ideen drin. Auch diese Autofahrszene, ne, wo er sagt so, ja. Weißt du, warum der sich so verhält im Straßenverkehr? Und so weiter und so fort. Ihr werdet es sehen. Klasse Sache. Nur zu empfehlen. Hast du noch irgendwie tolles Trivia dazu beizutragen? Sonst nee, eigentlich gar nicht. Es ist, also es gab jetzt nur, dass ich habe von den Kritiken habe ich ein bisschen was gelesen. Es geht wirklich von Kult à la Tarantino, hat das absolute Zeug zum Kultfilm, bis hin zu, mein Gott, so einen Blödsinn habe ich noch nie gesehen. Also da gehen die Kritiken rüber und das muss auch jedem wirklich selber gefallen oder eben nicht gefallen. Also guckt ihn euch an, er lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken, weil ich habe gejubelt einfach, weil man denkt, Alter, das ist ja nur wirklich... Also ich habe ihn schon 3-mal gesehen und ich kann ihn mir immer wieder angucken. Ja, so der Wiederguckfaktor ist relativ hoch, finde ich. Ja, gut, schreiten wir zur Wertung. Ja. Einen Moment. Ein Stift ist dafür sehr praktisch. Von mir bekommt dieser Film 9 von 10 Punkten. Ja, war ja klar. Nee, gut, ich gebe dem Film 35 Barrel-Liter auf einem großen Haufen Scheiße. Okay. Also, so. Gut. Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt mal einen richtigen, tollen Man-of-Action-Film reviewed haben. Weil das nächste Mal bei der Schwarzen Filmdose gibt es wieder ein Special. Und zwar geht es da um unsere Lieblings-Top-13 Frauenrollen in Filmen ever. Da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Ja. Noch was zu sagen? Bis auf, ich gehe gleich im Puff, eigentlich nichts. Geil.